Hallo und herzlich willkommen bei Axel Burkhardt TV. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video geht es um die sogenannten Drone, Dronoi, wie sie im Griechischen heißen. Geistige Wesenheiten, von denen wir gehört haben in dem Video über die geistige Hierarchie. 7 Stufen über uns. Wir haben die Engel, die Erzengel, die Achai, das nennen wir die sogenannte dritte Hierarchie. Dann haben wir griechisch die Exousiai, dann die Dynameis und dann die Kyriotetes, die sogenannte zweite Hierarchie. Und jetzt betreten wir einen neuen, noch mächtigeren geistigen Raum. Und die ersten Wesenheiten, die uns da begegnen, und das sagt schon ihr Name, was sie offensichtlich tun, das sind diese Dronoi, zu Deutsch die Drohne, im Lateinischen die Droni. Das sind mächtige Wesenheiten, die es mit einer kosmischen Kraft zu tun haben. Und das drückt sich in dem Namen aus. Denn wenn du dir einen Thron vorstellst, so auf dem ein König sitzt, ein steinerner oder schwerer hölzerner Thron, wofür steht er? Er steht für die Manifestation in der Materie. Er steht für eine Kraft, der die Dinge zusammenhält. Wenn also im Faust da Goethe, der Faust fragt, und Goethes Faust fragt, was ist jene Kraft, die die Welt im Innersten zusammenhält? Was ist eigentlich Atomkraft? Wodurch werden diese Atome und wird diese Materie zusammengehalten? Das muss eine unglaubliche, machtvolle Instanz sein. Im Materialismus, in der Naturwissenschaft, glauben wir, dass es eine abstrakte Naturkraft ist, ein Naturgesetz. Nein, dahinter stehen, wie überall im Kosmos, das ist die spirituelle Sichtweise, geistige Wesenheiten, mächtige, wirklich machtvolle geistige Wesenheiten, reine Willenswesen. Und diese Willenswesen sind die Drohne. Und deshalb ihr Name, sie geben uns auf der Erde unseren Thron. Sie sind zuständig dafür, dass diese Materie existiert. Sie sind jene Kraft, die die Welt im Innersten zusammenhält. Daher kommt ihr Name. Also immer, wenn wir über unseren Willen etwas manifestieren, wenn wir unseren Willen durchsetzen, wenn wir etwas schaffen, gerade in der materiellen Struktur, dann steckt dort hinter dieses Potenzial diese Kraft dieser Drohne. Und so werden die Drohne ja auch, wenn du in eine katholische Weihnachtsfeier gehst, hör einmal genau hin, da werden sie angerufen, diese Drohne. Und sie erinnern uns daran, vielleicht auch an das Alte Testament, wo es heißt, macht euch die Erde untertan. Schaut hin, was diese Erde ist, was für ein machtvoller materieller Raum, aber stell dir die Frage, was ist denn diese Kraft, die diese Erde wirklich zusammenhält? Das ist keine abstrakte Naturkraft, sondern sind mächtige geistige Wesenheiten, die letztens auch ihre Kraft uns zur Verfügung stellen. Denn das Feuer, das in dir brennt, wenn du dir ein Ziel setzt und dir es wirklich durchsetzt und umsetzt, diese Kraft kommt von den Dronoi. Und deshalb, wenn du in Zukunft tust, etwas dir ein Ziel setzt, es umsetzt, denke daran in Dankbarkeit und auch in Freude, dass du mit diesen mächtigen Wesenheiten verbunden bist. Dass nicht nur die Erde mit ihnen verbunden bist, sondern auch du und dass deine Feuerkraft in deinem Willen von ihnen stammt. Geh ruhig in Dankbarkeit gegenüber diesen Wesen, denn so baust du eine Beziehung von dir aus zu ihnen auf.